Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und ich kenne das aus hunderten von YouTube-Videos. Alle grinsen, wenn sie ihr neues MacBook Pro aufmachen, egal ob 14 Zoll oder 16 Zoll. Alle haben dieses Lächeln im Gesicht und es ist fantastisch, was da Apple hergestellt hat für uns und für Content Creator. Was hier sozusagen in diesem kleinen Teil drin ist, ist der totale Wahnsinn. Da kommen wir natürlich noch in anderen Videos hier direkt drauf, aber uns interessiert heute, beziehungsweise mich hat interessiert, was ist denn hier eigentlich überhaupt verbaut für einen SD-Kartenleser? Denn wenn man überlegt, wir verbringen mit diesen kleinen Karten sehr, sehr viel Zeit, egal ob in Fotokameras, in Videokameras oder einfach nur um Dateien zu transferieren, diese SD-Karten sind wichtig. Da hat Apple jetzt ein SD-Kartenlesegerät, SDXC, direkt in den neuen MacBooks verbaut. Und ich wollte eigentlich mal wissen, ja, wie schnell ist das? Hat sich da Apple so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, okay, wir spendieren euch mal einen super SD-Kartenleser? Oder ist das Ding total langsam und total doof? Ich vergleiche es für euch heute mit verschiedenen SD-Kartenlesegeräten und natürlich auch mit verschiedenen SD-Karten. Also viel Spaß beim Anschauen jetzt bei diesem Video. Und zwischendurch natürlich noch eine kleine Unterbrechung. Hier ist das M1 Pro 13 Zoll MacBook. Hier ist das MacBook Pro 14 Zoll mit dem M1 Pro. Und hier ist das MacBook Pro 16 Zoll mit dem M1 Max. Ich möchte für euch ein Video machen, in dem ich alle drei MacBooks komplett vergleiche. Solltet ihr dazu Fragen haben, dann schreibt mir diese hier in meine Videobeschreibung rein. Und wenn ich die Fragen beantworten kann, mache ich es natürlich gern in meinem Vergleichsvideo zum 13 Zoll, 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro und damit geht's weiter mit dem Video. Und wer viel Fotocontent und natürlich auch Videocontent macht, der weiß ganz genau, dass diese SD-Karten quasi der Glücksbringer sind. Entweder sind sie schnell im Gerät oder die Daten gehen relativ schnell auf das Gerät zu übertragen hier bzw. in den Computer. Und ich habe jetzt mal für meinen Test hier die Zendesk Extreme-Karte, die liest oder schreibt 120 Megabyte pro Sekunde. Und dann gibt es nochmal die Extreme Pro, die ist ein bisschen schneller mit 170 Megabyte pro Sekunde. Und das einmal, wie gesagt, im normalen SD-Kartenformat und dann nochmal hier mit dem Adapter als Micro SD-Card, damit man auch mal weiß, gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den kleinen Karten mit den Adaptern oder zwischen den großen Karten. Das wird sich dann sozusagen hier in meinem Test so ein bisschen beweisen. Des Weiteren sind natürlich der interne SD-Kartenleser vom MacBook Pro 16 Zoll am Start. Gleichzeitig gibt es hier mal so ein Dongle halt, der wirklich überall erhältlich ist, von Fitford. Und nochmal ein relativ schnelles SD-Kartenlesegerät extern USB-C hier von der Firma Ungreen. Und wir gucken mal, was die sozusagen unterscheidet. Und ich kann euch sagen, es gibt riesengroße Unterschiede, also legen wir los. Von den Dateigrößen her auch eine ganz entspannte Nummer. Zum einen mal 1,6 GB, eine ganz normale Filmdatei. Und zum anderen 50 GB, das ist dann Projekt. Und diese beiden Dateien, die wollen wir jetzt mal hier auf das MacBook Pro 16 Zoll übertragen. Und dann geht's los, Karte einstecken, Datei auswählen und ab geht er. Man sieht, dass die 1,6 GB Datei schnell geht. Hier braucht der Fitford Adapter ca. 41 Sekunden. Wer Film- oder aufwendige Fotoprojekte hat, der kommt natürlich schnell mal auf größere Datenmengen. Darum jetzt der Test mit 50,6 GB. Auch hier wieder einstecken, Datei auswählen und los geht's. Und hier sieht man deutlich, dass der USB-C-Dongle zwar alles kann, aber in allem nicht schnell und gut ist. Denn satte 20 Minuten, 48 Sekunden hat diese Datei gebraucht, um auf der Festplatte zu landen. Aber es geht noch schneller und das kann ich jetzt schon mal versprechen. Und als zweites Gerät gibt es natürlich jetzt den Ungreen SD-Kartenleser. Hier bei der 1,6 GB Datei schon mal deutlich schneller als der Fitford Adapter. Die Datenübertragung der 1,6 GB Datei, die dauerte hier 18,8 Sekunden. Und das ist weniger als die Hälfte, als das erste Gerät benötigt hat. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Aber noch deutlich, da wird das Ergebnis hier bei der großen 50,6 GB Datei. Auch hier wieder einstecken, Datei öffnen. Und los geht die Übertragung auf die interne Festplatte des MacBook.
Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Noch deutlich unter 10 Minuten, währenddessen der Fitfort-Adapter über 20 Minuten gebraucht hat. Das ist wirklich eine effiziente Zeitersparnis von 10 Minuten. Und Augen auf beim Adapterkauf. Hier könnt ihr wirklich richtig Zeit sparen. Denn was nützt euch das schnellste MacBook Pro mit dem Superprozessor, wenn ihr ca. 20 Minuten für eine 50 GB Datei und so einem Adapter quasi benötigt? Und das muss keiner haben. Also testet vorher, wie gesagt, eure SD-Karten, Lesegeräte, wenn ihr keinen MacBook Pro habt, wenn ihr also zum Beispiel ein M1 bzw. andere Geräte habt. Hier könnt ihr wirklich Zeit sparen. Ihr seht es ja, 10 Minuten Unterschied. Aber der größte Unterschied, der ist natürlich dann noch beim SD-Kartenleser, der hier intern verbaut ist, beim MacBook Pro 16 Zoll. Und hier gucken wir uns ebenfalls mal die Übertragung der Dateien an. Ist er nun schneller als die anderen oder ist er langsamer? Wir finden es jetzt raus, denn auch hier wieder einstecken, Datei anklicken und auf die Festplatte übertragen. Los geht's wieder mit der 1,6 GB Datei und zack, wer hätte das erwartet? 18 Sekunden und die Datei ist drauf. Das heißt, in dieser Kategorie ist der interne Kartenleser vom MacBook Pro 16 Zoll schon mal am schnellsten. Jetzt gucken wir natürlich nochmal auf die große 50,6 GB Datei. Wie schnell ist die? Einstecken, Datei auswählen und los geht's beim MacBook. Und jetzt bin ich echt überrascht, dass das wirklich noch schneller geht. Aber bei Apple, die haben sich da jetzt nicht dumpen lassen und hier wirklich einen sehr schnellen SD-Kartenleser eingebaut. 8 Minuten 55 Sekunden, da hat Apple deutlich die Nase vorn in der Übertragungsgeschwindigkeit hier beim 16 Zoll MacBook Pro, auch beim 14 Zoll, ich denke mal, da wird die gleiche Technik verbaut sein, die werden da jetzt beim 14 Zoller keinen anderen SD-Kartenleser mit einbauen und das ist schon mal eine Hausnummer für die ersten Geschichten und jetzt gucken wir uns mal die kleine Karte an, denn viele haben natürlich von Drohnen und von anderen Geschichten oder Gimbals oder irgendwelchen anderen Kameras auch die Micro-SD-Karten mit dabei und geben dann alles hier direkt in einen Adapter rein. Anders kriegst du die hier nicht rein. Da ist nur sozusagen für einen großen SD-Karten-Slot Platz. Und wir schauen mal jetzt gemeinsam, wie sich die Micro-SD-Karte hier in der Übertragung auf das MacBook Pro schlägt. Als erstes fangen wir natürlich wieder mit dem langsamen Fitfort USB-C Adapter an und auch wieder die langsamste Zeit. 1,6 GB für diese Datei brauchte er satte 40 Sekunden und bei der 50 GB Datei auch wieder langsame 20 Minuten und 50 Sekunden, was wirklich richtig grausam ist. Also wie gesagt, echt aufpassen. 20 Minuten für 50 GB, das ist eine Schnarchzeit. Da kann ich auch mal das Schippe die Dateien selber übertragen. Aber weiter geht's. Und zwar der Ungreen SD-Kartenleser hier auch wieder deutlich schneller und das Ganze dann mit 19 Sekunden bei der 1,6 GB Datei und wirklich schnelle 9 Minuten und 10 Sekunden bei der 50 GB Datei, was hier wiederum eine Zeitersparnis von mehr als 11 Minuten gegenüber diesem Fitfort-Adapter ist. Und jetzt schauen wir uns mal den internen Kartenleser hier beim MacBook Pro an mit dem Adapter und gleichzeitig dieser SD-Karte. Und hier gibt es auch wieder rasante Übertragungszeiten, 17,8 Sekunden, der schnellste Wert überhaupt bei diesem Test. Und bei dem großen Datenpaket sind es 50 GB unter 9 Minuten, also glatt 8 Minuten und 58 Sekunden. Und das ist natürlich eine Spitzenzeit von dem internen MacBook Pro SD XC Kartenleser. Kommen wir zum Fazit. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich handelsübliche SD-Karten genommen, die jeder so ein bisschen benutzt. Und ich denke schon, Micro-SD-Karten sind im Umlauf wie gang und gäbe. Und natürlich auch die großen SD-Karten braucht man für die Kameras schnell, langsam und. Und was ich jetzt wirklich nicht gedacht hätte, jetzt unabhängig von dem MacBook Pro 16 Zoll, dass es hier kaum Unterschiede in der Übertragung gibt zwischen den 170 MBS und den 120 MBS von der Micro-SD-Karte. Die großen Unterschiede gibt es natürlich im Preis, denn die ist deutlich teurer, als wenn ihr euch eine MicroSD mit 120 MBs kauft. Und ihr seht ja, es gibt kaum Unterschiede in der Übertragung und da kann man ein paar Euro sparen. Also ob man nur 120 oder 170 hat, das ist hier bei der Übertragung zum MacBook Pro 16 Zoll eigentlich völlig egal. Wie es nachher in der Kamera ist, wie die denn lesen und ob die dann schneller auslesen, das habe ich jetzt nicht getestet, aber definitiv hier bei der Übertragung zum MacBook Pro gibt es kaum Unterschiede in der Zeit.
Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, Apple hat hier so einen zweitklassigen Kartenleser eingebaut. Alles klar, ich meine, die Technik ist super und dann kommen halt noch die Anschlüsse ran. Und der SDXC-Kartenleser wird dann halt da sein, aber nicht so wichtig sein. Dass die hier wirklich einen der besten und einen der schnellsten, den es momentan gibt, verbaut haben, ist wirklich der Hammer. Also bei diesem MacBook Pro 16 Zoll und natürlich auch bei den 14 Zoll MacBook Pros. Ich habe es verglichen und ich bin begeistert von dem internen SD-Kartenleser. Da kann man wirklich schön die Dateien übertragen. Und denkt, wie gesagt, bitte dran, was ich schon im Video gesagt habe. Augen auf, wenn ihr jetzt keinen MacBook Pro 16 Zoll mit den externen Anschlüssen habt, sondern ein M1 13 Zoll. Bitte Augen auf beim SD-Kartenleser. Ihr habt es gesehen, 10 Minuten Unterschied zwischen diesem FitFort und diesem USB-SD-Kartenleser. Und die sehen beide genauso aus. Und die haben beide sozusagen fast, denke ich, auch mal die gleichen Bauteile. Aber riesige Unterschiede für diese beiden Kartenlesegeräte. Und wenn man sich vorstellt, dass da eine Arbeitszeit von 10 Minuten drin ist, die man hier sparen kann und sich das mal über einen Tag mit vielen Projekten ausrechnet oder halt über einen Monat, was man da an Zeit spart, da ist der schnelle Prozessor hier bei MacBook Pro 16 Zoll natürlich super, aber du sparst natürlich hier bei der Übertragung immer noch mehr Zeit als überall und woanders. Ich möchte für euch noch weitere MacBook Pro Videos produzieren. Es wird noch ein Vergleichsvideo geben zwischen dem 16 Zoll und dem 14 Zoll. Dann gibt es natürlich auch noch ein Vergleichsvideo zwischen dem M1 Pro Chip und dem M1 Max Chip und eine ganze Menge mehr. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal hier direkt. Gebt mir ein Like für das heutige Video, würde mich freuen. Und damit tschüss, bye bye und winke winke und sehr gern bis zum nächsten Video.